Radio-Interviews werden unterstützt von SRAM. Mehr über die Marke und die Produkte erfährst du unter www.sram.com. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute fast live von der Berliner Fahrradschau. Thomas und ich, also Hans, sprechen mit drei Gästen über das Fahrrad als Mode und modische Fahrräder oder so ähnlich. Ja, ich bin Hans und ich bin Thomas. Und wir machen Fahrradio und machen das heute von der Berliner Fahrradschau. Mit uns auf den Chesterfield Sofas sitzen drei Leute, die ich bitte, sich einfach mal selbst vorzustellen. Allerdings muss ich vorher noch einwerfen, dass die Chesterfield Sofas nicht irgendwo rumstehen, sondern am Stand des Cycle-Magazins. Oh Mann, Mist, das wollten wir ja wirklich sagen. Ja, stimmt. Die uns freundlicherweise den Platz zur Verfügung gestellt haben, die sind ganz schön bequem. Das eine bequemer als das andere. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist Mode und Moden im Fahrrad. Okay, dann gebe ich gleich mal das Mikrofon weiter an. Felicitas. Danke. Ich bin Felicitas, komme aus Deutschland, aber wohne seit 8 Jahren in Holland. Und arbeite für VanMoof. VanMoof ist ein holländisches Stadtfahrrad. Und werde jetzt die nächste Zeit dafür sorgen, dass es auch in Deutschland bekannt wird und zu erhalten ist. Sehr schön. Jetzt unsere nächste Teilnehmerin. Ich bin Eva und ich bin die Mitgründerin von All That I Want. Und wir sind eine Online-Plattform für Mode und Fahrradkultur. Und ich bin der Letzte in der Runde, der Sebastian Wiegele von Canyon, dem Radhersteller aus Koblenz, bisher bekannt für Sportfahrräder, Mountainbikes und Rennräder, und bin dort verantwortlich für das Urban-Segment, das wir letztes Jahr auf der Eurobike gelauncht haben. Ich freue mich, hier zu sein. Vielleicht fangen wir gleich mit dir an, weil du, glaube ich, somit das Neueste gerade zuletzt in den urbanen Markt eingestiegen bist mit Canyon. Erzähl doch mal, wie ihr an das Design des Fahrrads rangegangen seid oder nur so kurz, wovon ihr euch habt inspirieren lassen. Also wir haben festgestellt, dass das urbane Fahrradfahren ein wiederbelebtes Thema in den letzten 5-7 Jahren, denke ich, ist. Ein Thema, das auch viele Leute abgeholt hat, die nicht aus dem Fahrrad, mit Fahrradhintergrund an das Produkt kommen. Ich denke, der Fixie-Trend, die Szene zu super reduzierten, minimalistischen Fahrrädern, hat viele Leute aus der Mode kommend auf das Thema Fahrrad aufmerksam gemacht. Für uns vom Thema Fahrrad kommen dann, stellt sich immer die Frage, was sind die Bedürfnisse des Kunden und lassen die sich so ideal befriedigen? Also ist das Fixie, der Verzicht auf jede Funktion oder auf die meisten Funktionen eines Stadtfahrrads, ist das deswegen, weil ich diese Funktion nicht mehr möchte? Oder bin ich eigentlich auf der Suche nach einem schön gestalteten und clean und reduzierten Produkt, möchte die Funktionen aber nicht missen? Und das war so der Aufhänger, wie wir in die Entwicklung von unserem Produkt gegangen sind, dass wir gesagt haben, es geht darum, eine sportliche, schnelle, aufgeräumte Silhouette zu haben, aber trotzdem brauche ich halt, sobald es dunkel ist, Licht. Das ist ja bei euch nicht anders. Ein Schutzblech brauche ich, wenn es regnet. Ansonsten ist der funktionale Nutzen eines Fahrrades als Mobilitätslösung doch sehr eingeschränkt. Felicitas, in Holland ist das Fahrrad eigentlich etwas anders als in Deutschland angesehen. Schon immer Fahrrad Nummer 1 oder Transportmittel Nummer 1, denke ich. Aber auch ihr spürt die Mode. Oder wie kam VanMoof darauf, jetzt Fahrräder zu bauen? Weil es gibt ja Nummer 14. Man kann ja auch weiterlaufen. Ja, wobei ich sagen würde, dass VanMoof mehr ist wie nur Mode. Also, was du auch angesprochen hast, es wird vor allem darauf geachtet, dass es zu nutzen ist. Und die Funktionalität steht auf jeden Fall im Vordergrund. Auch wie praktisch die Lampen sind integriert, Schloss ist integriert. Und VanMoof will wirklich, dass
dass man es auch, dass der Städte es auch gut nutzen kann und dass es nicht irgendwo drin stehen muss oder an der Wand hängt, sondern dass es wirklich draußen stehen bleiben kann und dass man es jeden Tag nutzen kann. Im Englischen gibt es da einen ganz tollen Namen für, das ist Commuting. Das ist wirklich eine deutsche Übersetzung für. Und in dem Sinn ist, denke ich, Amsterdam auch und Holland im Allgemeinen auch schon viel weiter wie andere Städte. Und die Idee hinter Van Moof ist auch, dass das wirklich übertragen wird in andere europäische Länder, in andere große Städte, um das zu stimulieren und um einfach auch das Fahrrad als mögliche Alternative zum Auto zu benutzen. Das ist ganz gut auch, was du sagst, die Alternative. Und es ist so, dass das Fahrrad in vielen Ländern, in Holland traditionell nicht, in Deutschland ein bisschen weniger, aber eigentlich ein Fahrrad, ein Sportgerät war für lange Zeit. Und jetzt ein bisschen einen anderen Stellenwert bekommt auch, Eva, ich denke, da bin ich bei dir, auch ein Bewusstsein dafür, dass das Ding gut aussieht oder sich die Leute auch Gedanken machen oder keine Gedanken, was ziehe ich an. Genau, also wir gehen das nämlich von der Mode oder aus der Modeperspektive her an. Ich komme eigentlich aus der Modebranche und wir haben die Firma in New York gegründet und ich hatte die Geschichte ganz kurz, dass ich habe eine Freundin, die ist Fahrradmechanikerin und sie hat eine Initiative gegründet und wollte mehr Frauen ans Radfahren in der Stadt bekommen. Und sie hat halt gedacht, die Frauen fahren nicht. Also wer schon mal in New York gefahren ist, weiß, es ist echt crazy mit Verkehr und den Taxen dort zu fahren. Sie hatte halt gedacht, die Frauen haben Angst. Ich so, nee, die haben einfach keinen Bock zu schwitzen. Und ich bin immer Rad gefahren und ich habe dann so Tipps und Tricks, wie ich halt mein Make-up morgens drauf mache, damit ich nicht total verschmiert bei der Arbeit ankomme. Und habe dann angefangen, Modeblog zu schreiben darüber, was trage ich halt auf dem Rad, welche Accessoires mache ich, damit mein Rad schöner ist. Und das hat sehr viel Anklang bei Frauen gefunden. Und das Schönste ist halt, wenn Frauen einem schreiben und sagen, hey, wegen euch habe ich mir ein Rad gekauft. Und das beschreibt, glaube ich, nochmal den Punkt, den du vorhin genannt hast, aus welcher Intention jetzt jemand Rad fährt, ist ja erstmal egal. Also ich finde, wenn Leute jetzt über die Fixie-Szene oder die Hipster-Szene schimpfen, das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil je mehr Leute Rad fahren, ist ja super. Und die Entwicklung sieht man zum Beispiel auch in New York wirklich schön. So vor 5-6 Jahren ist kaum noch jemand Rad gefahren, es gab keine Radwege. Und durch diese Modebewegung haben sich alle Leute Fixies gekauft. Und jetzt auf einmal entstehen Radwege, die haben in ein Bike-Sharing-System investiert. Und ich glaube, das zeigt ganz schön so, die Intention ist erstmal egal, aber dass die Leute Radfahren, finde ich großartig. Im Endeffekt profitieren wir alle davon, genau. Weil sich die Situation eben dadurch, dass sich die ersten Fixie-Fahrer irgendwie getraut haben, in New York wieder Fahrrad zu fahren, und es immer mehr geworden sind, sich die Situation für alle, die Fahrrad fahren wollen in New York, verbessert hat. Und das ist in jeder Stadt eigentlich das Gleiche. Wer das jetzt startet, wieder Fahrrad zu fahren und auf sein Recht auf irgendwie Infrastruktur zu pochen, das ist egal. Zum Schluss profitiert jeder andere, der auch das machen möchte. Und ich denke auch der Punkt, den du angesprochen hast mit Frauenangst vor dem Fahrradfahren, erstmal der erste Gedanke, aber dann siehst du, dass das ganz andere Thematiken sind. Das ist, glaube ich, auch bei dem Produkt, also die Gestaltung und das Design, das ist vielleicht ein Grund, warum ich mir kein Fahrrad kaufe, weil ich mich nicht mit dem Produkt identifizieren kann, so wie es derzeit aussieht. Also wir sind jetzt nicht die Ersten, die gute Stadtfahrräder gebaut haben. Sie sehen aber halt anders aus. Das heißt, dass ein funktionierendes Fahrrad für die Stadt gibt es schon sehr lange. Aber irgendwie achten Leute darauf, was sie anziehen. Das ist eine Gemeinsamkeit mit der Mode. Sie achten damit, was sie für Smartphones kaufen, was sie für ein Auto kaufen, weil man sich damit auch selber repräsentiert. Genau, und identifiziert. Und da tragen natürlich Produkte wie unsere dazu bei, da Hemmnisse abzubauen und zu sagen, pass auf, das ist ein Fahrrad, da sehe ich mich drauf. Ja. Und zum Schluss fahren alle Fahrrad, weil es einfach das Schönste ist. Ja. Also nicht das Produkt, sondern Fahrradfahren. Ja, ich habe die Van Moof-Fahrräder, Feli, die waren eine Weile so als Architektenfahrräder. Als Architektenfahrräder verschrien, kann ich schlecht sagen, weil eigentlich ist es ja ein Kompliment. Also viele Leute haben die gekauft aus zwei Gründen. Der erste ist, sie sehen anders aus und haben so klare Linien und kommen so dem designorientierten Menschen entgegen.
Und dann auch noch ein Punkt, die sind günstig. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Also stimmt, wir haben sehr viele Architekten, die für Move-Liebhaber sind und die unsere Fahrräder kaufen. Und das hat damit zu tun, dass das Design sehr schön ist und sehr gut ist und auch sehr minimalistisch gehalten ist. Wir wollen allerdings keine Fahrräder, wie ich eben schon gesagt habe, entwickeln, die an die Wand gehängt werden, weil sie zu schön oder zu teuer sind. Und dass keiner sich traut, das wirklich draußen stehen zu lassen, das auch wirklich zu nutzen. Und deswegen ist bei allem und bei jedem Teil, bei jedem Element vom Fahrrad darauf geachtet, okay, wir wollen ein schönes Fahrrad entwerfen, aber es muss minimalistisch sein und es muss vor allem auch funktional sein und es darf nicht zu teuer sein. Weil wenn es zu teuer ist, dann glauben wir nicht dran, dass Leute das Fahrrad wirklich nutzen und wirklich in der Stadt draußen stehen lassen, bei Regen und Wind und allen Wetterverhältnissen. Und in dem Sinn ist auf die Preisstellung auf jeden Fall geachtet und wir wollen, dass das Fahrrad nicht nur für den Fahrradliebhaber geeignet ist, aber auch vor allem für jeden, der in der Stadt wohnt und der sich in der Stadt fortbewegt. Sebastian, nur kurz eine Frage an dich. Jetzt kommt Canyon klassisch eher aus dem Mountainbike oder aus dem Sportbereich. War es schwer, so ein Rad durchzusetzen? Umzusetzen? Das Durchsetzen war eigentlich gar nicht das Problem, sondern es ging, als ich zu Canyon gekommen bin, das war noch bevor ich irgendeinen Vertrag unterschrieben habe, haben wir verschiedene Themen durchgesprochen mit dem Michael Kaiser, dem Entwicklungsleiter, und dem Roman Arnold, dem Firmengründer und Inhaber. Und dort war das Bedürfnis von Canyon, in den urbanen Markt zu gehen. Eben dieses Bedürfnis, irgendwie ein gesellschaftliches Bedürfnis, mit zu befriedigen. Sodass für mich von Anfang an klar war, dass ich für dieses Thema dort anfange. Okay. Also ich war nicht bei Canyon davor in anderen Projekten und bin dann auf das Thema urban gegangen, sondern ich bin für dieses Thema zu Canyon gegangen. Die Umsetzung war dann auch angenehm dadurch, dass man mich in Ruhe gelassen hat und ich da mit viel Eigenverantwortung und Eigeninitiative im Endeffekt an dieses Thema herangegangen bin. Und mit dem Lutz Schäffer als Designer und dann hat uns ein Jahr später noch der Lukas im Engineering unterstützt, so eine Einheit hatte, die dann nicht in anderen Projekten involviert war, sondern wir konnten uns um dieses Thema kümmern und das eigenständig vorantreiben. Das war ganz angenehm zum Arbeiten. Und es sind auch alles Radfahrer bei Canyon, sodass ihr auch wisst, was man braucht. Genau, ich glaube, oder habt ihr auch habt ihr irgendwie Muster, einmal, ihr treibt euch auch auf Messen, okay, ihr seid hier auf der Fahrradschau. Ich glaube, das ist, also was noch eine wichtige Nuance auch an unserem Produkt ist, ist der sportliche Anspruch. Das heißt, eben vom Rennrad kommt oder vom Mountainbike kommt, ist man es gewohnt, sehr wertige Fahrräder mit High-Performance-Ausstattung und Komponenten und Carbonrahmen, solche Sachen zu fahren und weiß einfach, wie sehr ein Fahrrad noch besser sein kann und noch performanter. Und dieser Performance-Anspruch, der war uns auch extremst wichtig. Also ist vielleicht, klingt jetzt blöd, aber Gewicht ist vielleicht in der Stadt noch wichtiger als in im anderen Bereich, weil mein Rennrad ist relativ leicht. Vielleicht trage ich das einmal für die Ausfahrt aus der Wohnung. Wenn ich das Fahrrad jeden Tag nutze, muss ich es jeden Tag aus dem Fahrradkeller tragen. Wenn es dann 3-4 Kilo leichter ist, dann muss ich immer 3-4 Kilo weniger tragen. Und deswegen sind eben auch diese Performance-Gedanken nicht zu vernachlässigen. Dann mache ich mal weiter. Also wir haben jetzt das Glück, dass wir zwei von den Fahrrädern, ich würde sagen, nicht ikonische Designs haben. Also das Van Move, seit wann gibt es das? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren. Das ist ja, wenn man so in Kfz, in Auto Maßstäben misst, Thomas, ist das so ein Zeitraum, in dem die laufen. Zyklus etwa, ja. Also mit ein bisschen Modellpflege dazwischen, ja. Ihr wisst vielleicht, dass Thomas in der Automobilindustrie auch noch tätig ist. Also, und das sind also, das Produkt ist jetzt eines, das zwar
das einen Charakter hat, den man auch wiedererkennt. Ist das eine, du hast es ja schon angesprochen, Sebastian, dass man wie ein Statement abgeben möchte mit dem Fahrzeug, was man hat. Und das, das ist häufig oder früher bei vielen Leuten noch so, dass es ein Auto ist zum Beispiel, mit dem man sich ja auch vom Stil her identifiziert. Das ist dann bei, bei euch auch so, oder? Das heißt, wenn, wenn ein neues Modell kommt, dann, dann folgt es auch so einer Designsprache, die man übernehmen kann, oder? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also die Vermove kennzeichnet sich durch ein sehr minimalistisches und aber trotzdem auch robustes Design. Dafür ist natürlich auch bewusst, hat man sich dafür entschieden, weil das geeignet ist für die Stadt. Und natürlich alle Modelle, die entwickelt werden, die werden auf jeden Fall in dem Stil auch entwickelt, ja. Ja. Und das ist auch was, womit, womit wir merken, womit sich die Konsumenten auch identifizieren, ja. Ich glaube, eben auch dieses Design, mit dem man sich differenzieren und identifizieren kann, ist bei einem Fahrrad deutlich schöner noch, dieses Erlebnis, als bei, bei einem Auto. Also wenn ich irgendwie in meinem Superauto durch die Stadt fahre, dann bin ich abgekapselt von meiner Umwelt und keiner kann mir sagen, wie toll. Ich kann mit niemandem wegen meinem Auto ins Gespräch kommen, außer beim Parken. Mit meinem Fahrrad bin ich aber die ganze Zeit offen und in der Umwelt. Und das ist mit der Mode ja auch so. Das heißt, du hältst an der Ampel und unterhältst dich drüber, wo hast du deine Jacke her? Das fällt mit dem Fahrrad auch. Also ich habe schon witzige Gespräche mit Leuten geführt, mit denen ich nie ins, das heißt, Altersklassen, mit denen ich so nie ins Gespräch gekommen wäre, nur über den Bezugspunkt Fahrrad. Und das finde ich fast das Schönste dann in der Großstadt, dass man irgendwie, man parkt vor dem Geschäft, um einkaufen zu gehen und jemand sagt, Mensch, was ist denn das für ein Fahrrad? Und man unterhält sich mit Leuten, mit denen man sonst nicht ins Gespräch gekommen wäre. Oder an der Ampel. Ja. Ich wollte gerade sagen, Eva, genau, das, das passt ja wunderbar. Das ist ja so ein bisschen Sehen und Gesehen werden ist ja auch dabei. Und also, dass die Fahrräder halt nicht irgendwie nur Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen sowieso nicht irgendwie nur spacke Rennradklamotten, sage ich jetzt mal auf Deutsch, anhaben, sondern ja, auch schicke Sachen anhaben können, in denen sie sich wohlfühlen. Und wie, wie entwickelt sich das? Wo lebst du gerade, Eva? Deutschland im Moment. Okay, bist und jetzt siehst du New York und siehst Deutschland und klamottenmäßig tut sich da was in, im Fahrradbereich, dass sich das ein bisschen ändert oder achtest du auf die Leute, was die so anhaben und machst dir Gedanken, warum? Ja, ich meine natürlich ganz viel. Also klar, so in der Mode, jetzt mal abgesehen von Fahrradmode, ist es ja natürlich so, dass sich Trends irgendwie entwickeln, auch vielleicht aus sozialen Bewegungen heraus. Aber ich glaube halt, das ist total wichtig oder es wird immer wichtiger. Ihr habt das angesprochen mit dem Statussymbol. Also so, dass früher haben die Leute irgendwie ihr Geld in ein Auto investiert und das war ein Statussymbol und es wird immer mehr das Rad. Also Leute sind auch bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Dann auch irgendwie so das Customization, dass sie irgendwie sagen, ich kaufe mir eine schöne Klingel, ich kaufe mir einen schönen Fahrradkorb und legen da viel mehr Wert, glaube ich, drauf. Ich glaube, in Deutschland ist es noch nicht so weit wie jetzt in Niederlanden oder Skandinavien oder halt auch USA. Also da sind die Leute noch ein bisschen experimentierfreudiger und, glaube ich, investieren auch mehr Geld in irgendwie eine hochwertige Regenjacke fürs Radfahren zum Beispiel. Nicht so diese klassischen Outdoor-Bekleidungs-Brands, sondern sind auch mehr bereit irgendwie in Luxus-Fashion-Labels. Gibt es ja jetzt schon einige, die auch Fahrradkleidung herstellen. Ja, man sieht es auch hier auf der Messe schon ein bisschen, also auch. Ich meine, es ist ein großer Jeanshersteller, der damit auch eine Linie hat, die Fahrradfahrer bedient, aber auch kleinere Firmen, die tatsächlich auch einen schicken Blazer machen, den man am Fahrrad anziehen kann. In Holland, wie ist da die Kleiderregel? Ihr seid das ja ganz anders gewohnt, das Fahrradfahren, als wir. Ja, also es ist auf jeden Fall ganz üblich, mit dem Fahrrad zu fahren. Also man braucht den Leuten nicht mehr zu erzählen, fahrt mit dem Fahrrad, das tun sie schon. Sind auch da viel relaxter, wenn es geht um Regen oder wenn irgendwie schlechtes Wetter ist, dann ja, steigt man trotzdem aufs Fahrrad. Hier ist es dann schnell so, wenn jemand Fahrrad fährt und es regnet, wird es mitgenommen in die Metro. Also das ist in Holland schon auf jeden Fall anders, aber trotzdem ist, denke ich, gibt es noch viele Möglichkeiten, um das einfach
zu erleichtern, das Fahrradfahren. Also was du auch ansprichst von den Accessoires und von den tollen Regenjacken, ja, die haben auf jeden Fall, da sind auf jeden Fall auch in Holland Möglichkeiten für. Wenn ich vielleicht noch dazu sagen kann, ich glaube, das sieht man auch ganz schön an der Messe hier, also an dem Publikum. Also es sind viele Leute, die irgendwie gar nicht so wegen dem Fahrradfahren hier sind, sondern eher so wegen dem Style, dem Vibe, den irgendwie die Messe hat und vielleicht auch so dem Lebensgefühl, so dem urbanen Lebensgefühl, was es mit sich bringt. Und es ist ja eigentlich perfekt, dann solche Leute auch ans Radfahren zu bekommen. Also ich hatte schon ein paar Leute an meinem Stand, die gesagt haben, ach, finde ich total klasse, was ihr macht, ich habe leider kein Rad. So, ja, dann schauen Sie sich um. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, eins zu kaufen. Und irgendwie ist es ja bezeichnend, dass die Leute immer mehr Interesse an diesem Lebensgefühl Radfahren bekommen und es gar nicht mehr nur als Transportmittel sehen, sondern irgendwie als Lifestyle. Ja, es gibt ja den Michael Coville Anderson zum Beispiel, der Leute auf Fahrrädern fotografiert im Kopenhagen Cycle Chic, heißt sein Blog, oder? Da kann man ja, das macht er, glaube ich, immer noch ziemlich häufig, oder? Also in letzter Zeit hat er einen Hashtag gehabt, der hieß Viking Biking. Dann hat er Leute, die im Winter bei Schnee Fahrrad fahren, fotografiert. Also was du gesagt hast, Sebastian, das ist auch eine Sache, die ich selbst erlebe oder wo ich mir kürzlich erst wieder Gedanken gemacht habe. Da fuhr nämlich, also ich komme aus Köln und in meiner Gegend, wie soll ich sagen, da gibt es Spielhallen und Juweliere und dicke Autos, also so, die sind dann mattschwarz zum Beispiel und sehr groß und von deutschen Herstellern und die fahren dann durch die Stadt mit geschlossenen Scheiben und sehr lauter Musik. Und das ist das, was du sagst. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen oder vielleicht kommunizieren die sogar über Bass. Laute, aber wenn man einfach durch die Stadt fährt und man ist offen, das finde ich auch am, das ist ja quasi das, wenn man zu Fuß ist oder auf dem Fahrrad ist, dann hat man irgendwie, man hat quasi sofort die Möglichkeit, mit jemandem in Kontakt zu treten, der einen interessiert. Oder man kann angesprochen werden, das geht sonst eigentlich mit keinem anderen Verkehrsmittel nicht. Nicht im Bus, vielleicht in der U-Bahn. Aber das ist eine schöne Sache, egal bei welchem Wetter eigentlich auch. Ich glaube, das Statement ist auch einfach ein ganz anderes. Also wenn wir sagen Statussymbol und man denkt irgendwie an Autos und Uhren, dann drückt man dadurch ja primär irgendwie finanzielle Potenz aus, nicht unbedingt Geschmack. Und mit einem Fahrrad ist ein relativ demokratisches Produkt. Also selbst wenn man, unser Fahrrad kostet 1.800 Euro, voll ausgestattet, denkt man jetzt vielleicht erstmal, es ist viel Geld. Wenn man dann mal guckt, was man für Mobilität ausgibt, und man muss es nicht mal mit dem Auto vergleichen, sondern Jahreskarte für 2 Jahre in einer großen Stadt, dann ist man manchmal bei ähnlichen Beträgen. Also es ist kein Luxusgut, ja. Sodass jeder, wenn er möchte, die Möglichkeit hat, darüber seine Persönlichkeit auszudrücken. Und es nicht daran scheitert, dass er keine 70.000 bis 150.000 Euro für das Auto, das in dieser Preisklasse spielt, ausgeben kann. Das heißt, das Statement, das man gibt, abgeben kann, ist ein ganz anderes. Und es zeigt, dass man eben nicht mehr an diese finanziellen Protzpotenz, Statussymbol, Produkt glaubt, sondern dass man seine Persönlichkeit kommunizieren möchte, unabhängig vom Geldbeutel, dass man verstanden hat, dass es keinen Sinn macht, sich stundenlang in den Stau zu stellen, sondern dass das Fahrrad eben auch das fortschrittliche und angenehme und zum Schluss beste, weil zeitsparendste Fortbewegungsmittel ist, das es gibt in der Stadt. Und ich finde, das ist ein großer Unterschied zwischen Statussymbol und Statussymbol, Fahrrad, Auto. Was wir auch merken, vielleicht ein bisschen was anderes noch, aber was wir auch merken, ist, dass viele Leute, die in der Stadt wohnen und Fahrrad fahren, auch sagen, und das wissen wir selbst alle wahrscheinlich auch, dass man die Stadt dann auch ganz anders erfährt. Also man ist viel offener für die Stadt und ja, im Auto sitzen oder in der U-Bahn schon sieht man schon gar nichts, aber im Auto auch, ja, dann ist man Verkehr beschäftigt und ja, das ist natürlich nicht die tollen neuen Kaffeebars oder die Leute, die inspirieren können, sein können. Also es ist auch schon ein ganz großes Stück Emotionen und Gefühl, was da mitspielt.
das kann natürlich auch sein. Jetzt Prozesse dauern ja auch manchmal und die Städte in Deutschland sind viel ums Auto rum entwickelt worden seit den 60er Jahren. Aber ein Stück weit holen sich das die Fahrradfahrer und Fußgänger auch wieder zurück, auch in New York. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch von David Byrne schon gelesen hast, mal der Sänger der Talking Heads, der auch immer noch unterwegs ist und immer ein Fahrrad dabei hat. Kein schönes zwar, aber es ist ihm egal, es ist zum Zusammenfassen, weil er einfach die Städte mehr kennenlernt dadurch und in New York auch flexibler ist und das auch festgestellt hat. Und da braucht man vielleicht dann nicht unbedingt immer jammern, wie scheiße das Fahrradfahren ist, sondern man muss es einfach machen. Und wenn einem die Möglichkeit zugegeben wird, mit einem schicken Rad und schicken Klamotten in, sagen wir mal, auch jeder Preisklasse. Van Hoven ein bisschen günstiger, Cube gerade ein bisschen mehr und auch ein bisschen die Varianz da dazwischen zu haben, auch für seinen eigenen Stil was zu finden, dann erobert man sich selbst sein Gebiet. Ich denke, das ist okay und da kann jeder auch gut leben dann davon. Ich wollte Eva noch was fragen und zwar zum Thema, wie soll ich sagen, ja doch, Mode, die nicht fürs Fahrrad gemacht ist oder Bekleidung, die nicht fürs Fahrrad gemacht ist, am Fahrrad zu tragen. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt zum Beispiel jetzt Fahrradmode dringend braucht oder ob es nicht eher darum geht, also möglicherweise, falls man bestimmte, jetzt fürs Büro zum Beispiel, den klassischen Damenanzug, Blazer und Rock sowas trägt oder wenn man bestimmte Bekleidung tragen möchte, dass man vielleicht die noch anpasst oder du gibst ja auch Tipps dazu, wie man die macht und dann habt ihr, glaube ich, ein Produkt, davon solltest du noch erzählen, mit dem man quasi Damenmode auf Fahrrad gefällig machen kann, oder? Also bei uns ist ganz viel so durch unsere Erfahrungen entstanden. Also ich trage zum Beispiel nur Kleider. Also ich besitze gar keine langen Hosen. Und wenn man aber mit dem Kleid Rad fährt, ist es natürlich so, es fliegt irgendwie hoch, wenn ein Windstoß kommt oder es geht in die Speichen. Und da haben wir zum Beispiel den Rockhalter entwickelt. Das ist einfach ein Rock, was man ans Kleid klipsen kann. Und wenn man fährt, fliegt es nicht hoch beim Radfahren. Das sind eigentlich alles so Produkte, die wir auf unserer Seite haben, die irgendwie aus der Not heraus entstanden sind und die gar nicht unbedingt fürs Radfahren gemacht sind. Also wir geben zum Beispiel auch Tipps, so welche Kleider kann man tragen, welcher Schnitt eignet sich oder welches Material eignet sich, dass man nicht schwitzt und halt nicht schon stinkt, wenn man morgens ins Büro kommt. Oder welche Frisuren eignen sich. Also es geht eigentlich viel um Tipps und Tricks rund ums Radfahren und eben Sachen, wo wir denken, okay, die machen echt Sinn für uns als Frauen beim Radfahren, die haben wir halt auf unserer Plattform. Also es sind halt ganz unterschiedliche Dinge wie Schutzbleche. Wie manche oder viele Leute finden eben ja Fixie schöner, dass es kein Schutzblech hat, aber wenn dann mein Mantel von irgendeiner Designermarke voll mit Spritzern ist, ist es natürlich auch blöd. Und deswegen finde ich halt zum Beispiel, gibt es ja einige Schutzbleche hier auf der Show, super praktisch. Und das ist halt unser Ansatz, dass wir den Leuten quasi eine Plattform bieten, wo sie einfach nachschauen können. Und dann gibt es noch tatsächlich so, dann gibt es hier ja auch auf der Messe echte Fahrrad-Modeprodukte, zum Beispiel Georgina in Dublin, die steht, glaube ich, bei euch auch gleich in der Nähe, die ein Fahrradrock macht, mit dem man bei Regen fahren kann. Den kennst du ja sicher auch, oder? Hast du den mal anprobiert? Nee, leider noch nicht, aber ich wollte auf jeden Fall später nochmal hingehen. Ich habe es leider noch nicht geschafft, hinzugehen zu ihrem Stand. Kennst du die? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Na, vielleicht hast du die mal gesehen? Also ich kenne das Produkt, getragen habe ich es noch nicht. Ich glaube, ich bin da auch nicht ganz die Zielgruppe. Na, hier gegenüber steht ein Schotte. Ich glaube, der könnte das auch tragen. Also bei Georgina in Dublin ist es so, dass sie eben tatsächlich Fahrrad-Regenkleidung macht. Die macht zum Beispiel auch, die auch ein Statement sind. Also die, wenn man die trägt, dann fällt man auch auf. Also die hat zum Beispiel so Gamaschen für Fahrräder
zum Radfahren mit Neonfarben. Und das ist aber Mode, die sich aus dem Radfahren heraus entwickelt hat. Vielleicht, weiß gar nicht, ob ich da vielleicht hast du da noch eine Sache dazu, vielleicht ist dir sowas bei deinen Kundinnen schon mal aufgefallen oder Kunden, was die so tragen? Ich weiß, also ich glaube eher, dass es dass die Kleidung jetzt wirklich eher aus vom Radfahren her entwickelt wird, und was ihr mir macht, ist wirklich gucken, okay, was brauchen Frauen in der Stadt, was brauchen Frauen beim Radfahren, und wie kann man in der Kleidung, die man am liebsten tragen möchte, wie kann man die aufs Rad kriegen? Und dann sind dafür natürlich die ganzen Gadgets und Sachen entwickelt. Was Amsterdam angeht, würde ich, oder unsere Kundinnen, würde ich jetzt nicht sagen, dass da speziell viel spezielle Radkleidung gekauft wird. Aber dass das Statement eher gemacht wird, über das Fahrrad. Also ich glaube, beide Ansätze haben natürlich ihre Berechtigung, und was ich aber noch zu uns sagen wollte, dass wir das nicht speziell fürs Rad oder dass es eher aus der Modebewegung herkommt, ist, finde ich, glaube ich, auch ganz schön, weil Radfahren ja auch für jedermann irgendwie ist. Also man braucht eigentlich gar keine Radkleidung, sondern aus welcher Intention jemand fährt, ist ja erstmal egal, und das ist ja irgendwie auch das Schöne, dass es so jeden miteinander verbindet. Also so, es gibt hier irgendwie die BMX-Fahrer, die das aus Spaß am BMX-Sport machen, dann die Leute, die einfach nur von A nach B wollen. Aber irgendwie braucht es da erstmal nicht viel. Und auch so von wegen Statussymbol, es ist halt ein überschaubarer Preis. Und das finde ich das Schöne, dass es irgendwie die Masse zusammenbringt. Ja, aber mit dem Preis und dem Statussymbol, ist natürlich auch schön, je mehr Fahrräder in der Stadt dann gefahren werden, desto mehr Auswahl gibt es ja dann auch. Also es ist ja so, dass die Vielfalt ja auch wiederum neue Vielfalt weckt. Und jetzt sehen dann Leute, wow, Canyon hat ein cooles Rad gebaut. Da scheint was zu gehen. Und jetzt, aber ich will vielleicht kein Canyon, ich will ein anderes. Und dann gibt es die kleinen Rahmenbauer, die man dann hier wieder sieht. Und das Ganze belebt es ja und können sich gegenseitig inspirieren. Und dann können wir mal sehen, wie es nächstes Jahr aussieht. Was Canyon an Rädern baut, wer noch kommt, was andere Hersteller machen und wie viel mehr Fahrräder es dann gibt. Platz ist genug. In Holland gibt es viel mehr Fahrräder als bei uns. Und was haben wir gestern wir waren bei der Dutch Bicycling Embassy, und die haben gesagt, in Holland gibt es mehr Fahrräder als Menschen. Und also wir haben noch Platz für Van Hoof, für Canyon, wir haben Platz für Accessoires. Alles ist ein schöner Markt, der aber auch durchaus nicht unbedingt, hat ja auch eine große Zielgruppe. Habt ihr Zielgruppen, so vielleicht als Abschluss auch noch, Zielgruppen, die ihr besonders angeht oder angeguckt habt, jetzt bei Canyon, an dich Sebastian die Frage, auch bei der Preisgestaltung? Also wir sind bei dem Produkt nicht über einen Zielpreis losmarschiert. Wir haben gesagt, es gibt sicherlich irgendwo dann eine Grenze, aber wir haben uns überlegt, wir wollen das Maximum aus dem Produkt holen, eben auch aus dem Anspruch eines Sportradfahrers. Also wenn ich gewohnt bin, mit einem 6,8 Kilo Fahrrad meine Rennradtour zu fahren, dann habe ich einfach einen anderen Erfahrungsschatz mit Fahrrädern und bin andere Performance-Aspekte gewohnt. Tue mir dann mit einem Fahrrad, was vielleicht für viele andere schon wieder leicht ist, tue ich mir vielleicht schwer, weil einfach ich immer was noch Leichteres hatte. Das heißt, wir sind da wirklich losmarschiert mit dem Ansatz, dass wir für einen sportlichen Kunden, der auch Raderfahrung hat, das aus unserer Sicht optimale Fahrrad bauen wollen. Und haben danach Gott sei Dank geschafft, dass es nicht kostenmäßig nach oben explodiert ist. Ja. Aber
eben auch der Preis, ich meine 1800 Euro, das klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man sich das Fahrrad anschaut und wenn man es auch vergleicht mit dem, was es an Wert bietet, dann ist sicherlich die Zielgruppe etwas schmaler schon als bei Move, aber wir sind noch nicht im Luxusbereich, sondern es ist ja immer noch ein fair kalkuliertes Produkt, das viel Mehrwert zu diesem Preis bietet. Okay, wir werden die Runde dann abschließen, ja, so dass jeder noch mal drankommt. Oder Hans, was denkst du? Hast du noch eine kurze Frage? Nee, ich bin eigentlich durch. Wobei ich vielleicht eine Frage noch hätte an euch beide, also an die Fahrradhersteller. wie ihr das seht, also erstens an Van Moof, werdet ihr auch mal Mountainbikes oder Rennräder bauen? Nein. Okay, und an Canyon werdet ihr weiter verbreitern die Palette? Also ich vergleiche dann Canyon vielleicht mal mit BMW zum Beispiel als Autohersteller mit bestimmten Designmerkmalen, die man auch wiedererkennt. Geht ihr noch in andere Produktgruppen? Baut ihr BMX-Räder oder baut ihr Falträder oder sowas? Das interessiert ja jetzt nicht nur dich, sondern das interessiert jetzt sicherlich mehrere Leute. Deswegen, die ganze Branche guckt ja manchmal, was passiert. Deswegen kann ich das so jetzt nicht ganz beantworten. Was ich definitiv sagen kann, ist, dass wir natürlich weiterhin unser Urban-Sortiment ausbauen werden. Aber auch da mit der ganz klaren Richtung, dass wir immer sehr sportlich, sehr performant sein möchten. Genau, und ihr seid immer praktisch? Ja, wir werden auf jeden Fall uns immer auf die Funktionalität richten und Van Moof ist ein Stadtfahrrad und wir werden auch keine Mountainbikes, keine Kinderfahrräder und keine Rennräder produzieren. Ja, ich finde das gut, weil dadurch ist es klar definiert. Dann kann man, dann weiß man, wo man dran ist. Auch wenn man ein Fahrrad sucht, kann man sich auch einordnen, wie man das möchte. Ja, abschließend, ich weiß gar nicht, kann man irgendwas abschließen? Höchstens noch Eva, was fährst du für ein Fahrrad? Ich habe da mehrere. Also ich mache tatsächlich ein klassisches Hollandrad, das mit einem pinken Korb und schöner Klingel, dann halt ein Fixed Gear und zum Sport machen habe ich ein Mountainbike. Weil das ist natürlich auch das Schöne am Fahrrad, wenn wir beim Statussymbol wird, dass wir haben die Räume, wir brauchen keine Doppelgaragen, um mehrere Fahrräder zu haben. Ich könnte langsam schon eine Doppelgarage gebrauchen. Die ein oder andere natürlich schon. Okay, wenn es klappt, sehen wir uns vielleicht nächstes Jahr wieder hier auf der Messe oder auf einer anderen Messe. Ich denke, ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke euch. Und die Fahrradio-Interviews werden unterstützt von SRAM. Mehr über die Marke und die Produkte erfährst du unter www.sram.com.